ich, da Jesus alle diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass ihr gekreuziget werden. Da versammelten sich alle hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des hohen Priesters, der da ist Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: was sie getan.
Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge, und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Aber am ersten Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesus. Geschrieben steht, doch wehe dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wird. Es wäre ihm besser, dass derselbige Mensch noch nie geboren wäre. Antwortet Judas.
das, der ihn verriet und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankend und brach's und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankend gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testaments, welcher vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an von dem Gewächse des Weinstocks nicht mehr trinken, bis an den Tag, da ich's neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Über. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstehe, will ich vor euch hingehen in und sprach zu ihm: Wenn sich auch alle mit dir ärgerten, so will ich mich doch nimmermehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus antwortet: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will Thank you.
zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hin, bis dass ich dorthin gehe. Und die zween Söhne Zebedei und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Bleibet hier und wachet mit mir. Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betet und sprach: Mein Vater, möglich, so gehe dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petro: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und bete, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum anderen Mal ging er aber hin, Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe? Ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie aber mal schlafen, und ihre Augen waren voll Schlafes. Und er ließ sie und ging aber mal hin und betet zum dritten Mal und rede diese. Zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet.
Welt wird. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. Und da er noch redete, siehe, da kam Judas, der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar, mit Schwertern und mit Stangen. Von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen werdet ihr, der ist's, den greifen. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach, gegrüßet seist du, Rabbi. Und legten die Hände an Jesum und griffen ihn. Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu waren, reckte die Hand aus und zog sein Schwert aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll das Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zuschickte, werden 12 Legionen Engel. Wie würde aber die Schrift erfüllen? Es muss also gehen. Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar. Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwerten und mit Stangen mich zu fahren. Bin ich doch täglich gesessen bei euch und habe gelehret im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, das erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Die aber Jesus gegriffen hatten, führten ihn zu dem Hohepriester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten sich versammelt hatten. Petrus aber folgete ihm nach von Ferne bis in den Palast des Hohepriesters und ging hinein und setzte sich bei die Knechte, auf dass er sähe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester
ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesu, auf das sie ihn töteten. Und funden keinen. Und wie wohl viel falsche Zeugen herzutraten, traten hinzu zween falsche Zeugen, welche sprachen: stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts zu dem, dass diese wieder nicht zeugen? Jesus aber schwieg still. Und der hohe Priester antwortet und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich von dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach: Doch ich sage euch, von nun an wird es geschehen, dass ihr sehen werdet, des Menschen Sohn sitzen, zur Rechten der Kraft und kommen in der hohe Priester seine Kleider und sprach: Ihr hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt so habt ihr seine Gotteslästerung gehört, was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Mein Vater, mein Vater, mein Vater, leugnete aber vor ihnen allen.
und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zu der Tür hinausging, sah er ihn eine andere, die sprach zu denen, die da waren. Dieser war auch mit dem Jesu vor Nazareth. Und er leugnete abermal und schwur dazu, ich kenne das Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Jethro. Thank you.
Schöpfers Acker darum, zum Begräbnis der Pilgrim. Da hier ist derselbige Acker genennet, der Blutacker. Was gesagt ist durch den Prophet Jeremias, der da spricht: Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welche sie kauften von den Kindern Israel. Haben sie gegeben um einen Töpfers Acker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stand vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jude? Von den hohen Priestern und Ältesten antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm: Hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen für anderen, der Hispanabas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihm: Welchen wollet ihr, dass ich euch losgebe, Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, ihr sei Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Wir haben wohl nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Ich habe heute viel erlitten im Traum von seinetwegen. Und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesus umbrächten. Da antwortete nun der Landschläger und sprach zu ihnen: Welchen wollet ihr unter diesen Zweien, dass ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Barabbas.
ich denn machen mit Jesu? Von dem gesaget wird, ihr seid Christus. Sie sprachen alle: Menschen von Kyrene.
Magdala, das ist der deutsche Städtestätte, gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Gaben vermischt. Und da er schmeckte, wollte er es nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los herum, auf das erfüllt würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand, haben sie das Los geworfen. Und sie saßen all da und hüteten sein, und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursache seines Todes beschrieben. Zur Linken, die aber vorübergingen, lästerten ihn und schütteten ihre Köpfe und sprachen.
etliche aber, die da standen, da sie das hörten, sprachen Schwamm und füllt ihn mit Essig und stecket ihn auf ein Rohr und tränket ihn. Die anderen aber sprachen: Halt, 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 das Segen.
Und am Abend kam ein reicher Mann von Arimathia, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihn um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollt ihm ihn geben. Und Josef nahm den Leib und wickelt ihn in ein rein Leinwand und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches er hatte lassen in einem Feldhaufen. Und wälzet einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es waren aber alle da, Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Und des anderen Tages, der da folgete nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Thank you.